Dann würde es auch hier hinten hinkommen und erstmal ist ja. Aber dementsprechend müssten wir jetzt erstmal wieder mal aufräumen. Oh Mann, ich will nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Tralala. Ich muss vor allem gleich mal wohin. Vielleicht machen wir dann ein Brot oder irgendwas. Es ist ja auch mittlerweile fast 21 Uhr. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Aber, da ich ja hier gerade so schön am Sammeln bin und tralala, was habt ihr denn heute eigentlich so Schönes alles gemacht? Mal so in die Runde gefragt. Ihr könnt auch gerne mal was erzählen oder so. Da haben wir auch alle nichts gegen, glaube ich. Solange es ja ne, gesittet und nicht gegen die Regeln ist. Hust. Könnt ihr auch gerne mal was erzählen, was ihr getrieben habt, etc., was ihr vielleicht vorhabt und. Nur, also mich würde es schon ein bisschen interessieren. Traut euch ruhig. Es beißt euch keiner. Hoffe ich. Außer ich beiße euch. Nein, Spaß. Ich würde niemals jemand beißen. Ach. Außer mich selbst. Boah. Nein, ich fände mich aber auch nicht zum Anbeißen. Nicht wirklich. Das Fließband ist leer. Oder das Fließband ist leer. So, jetzt könnte man, wie gesagt, hier Wolle und Leder zusammen tüdeln. In ein Riesenlager-System wieder mal. Ja, da freuen wir uns bestimmt alle tierisch drauf. So ein Riesenlager-System wieder aufzubauen. Juhi, 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 juhi. Wobei, ja, warum nicht? Also, hier könnte man schon mal Lagerlügel üben. Und, ja, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir hier jetzt erstmal Lager hinhauen, hinbauen. Tralala, so, nee, andersrum. Sagen wir so 2, 3, 4 Lager. Und dann würde da erstmal ein Fließband laufen in die Richtung. Und alles, was kommt, wird hier erstmal gelagert. So. Jetzt haben wir hier natürlich ein Lederlager voll. Laderleger. Was? Pff. Das bedeutet Wolle-Dings. Tralala. Alles wird gelagert. Allerdings, es ist wieder so unsortiert. Ne? Es ist kein Filtersystem. Ich schon ziemlich unsortiert. Ist aber auch relativ egal erstmal. Hauptsache wir haben Platz. Darum geht es erstmal. Und jetzt könnten wir eigentlich anfangen mit einer Art Produktion. So, ich würde sagen, hier hinten haben wir Stoffe, aber hier haben wir auch wenig Platz. So, jetzt weiß ich gar nicht, was mit den ganzen Klamotten und alles passiert. Ne? Also, ob man das irgendwie wieder rausnehmen kann. Oder, warte mal, wenn ich das Gebäude stilllege, ob man es dann wieder rausnehmen kann. Ja. Jetzt bringt das irgendwie keine Ahnung. Keine Ahnung, mir bringt es weg. Nee, ich will es so ein bisschen automatisiert haben und da ist nichts drin. Da schmeißen wir erstmal weg, das Gebäude. So, jetzt weiß ich nicht, was er da machen soll. Das Zeug verteilen. Nach dahin, meinetwegen. Okay.
Ja, können das gleiche in grün tun. Geht es ein bisschen schneller, Propeller, dass wir den ganzen Klumpatsch da wieder rauskriegen. So, hier haben wir einen Stoff und Dingswerk allerdings. Ja, den Stoff, den werde ich vielleicht auch anders irgendwie verwursteln. Ja, die Autos müssen auch noch warm, ne? Ah. Weil ich muss das Ding ja auch noch irgendwie anders bauen. Wir brauchen Stoff und nichts oder so. Ich muss gucken. Dieser Steinhügel hier nervt mich auch schon wieder. Das ist. Das ist ein bisschen nervig. Warte mal, vor allem, wäre es gut, wenn wir auch noch ein bisschen Stoff irgendwie im Lager oder so hätten. Boah, guckt euch die Fließbänder an, das ist ja der Wahnsinn. So, du leer das mal kurz so aus. Und dann kannst du Stoff oder so nehmen und meins. Stoff nehmen und ins Lager tun. Warum hört er nicht auf mich? Stoff nehmen? Oh, nein. Dann nimmst du den Stoff und schmeißt ins Lager. Oder keine Ahnung. Kommt nämlich gar nicht ran. Dann holst du hier ab und packst es ins Lager. Ich brauche ein bisschen Stoff im Lager. Hat den Dings quasi den Hintergrund. Gott, wie viel Leder ist denn da drin? Ne? Ach, kann es sein, dass jemand noch Leder hinbringt? Ja. Okay. Könntest du das bitte vielleicht ein bisschen unterlassen? Und bringst du das Leder wieder ins Lager? Lederlager. So, der macht das da raus. Und ich glaube, die ganze Wirtschaft, den ganzen Wirtschaftszweig quasi werde ich mal kurz umbauen. Das wird ein Spaß. Vor allem, da dieser wird, also ne, die hängen ja zusammen im Grunde. Und der eine Wirtschaftszweig arbeitet mit dem anderen überhaupt nicht zusammen. In dem Sinne, dass hier mal was passiert, dass hier Produktion stattfinden würde. Weil hier alles voller Futter ist. Futter. Robbie, vielen lieben Dank für deinen Horst. Das finde ich sehr, sehr lieb von dir. Und danke für deine Unterstützung. Jo, allerdings. Kreckenföhn, der ist nicht schön. Oh Mann. So. Ja, wie gesagt, ich könnte hier eigentlich eine so in die Luft jagen und alles neu bauen. Das wäre doch schön. Robby, hast du gestreamt und wenn ja, was? Und wie geht es dir? Und ja. Erzähl mir was. Moin et al. Das ist sehr schön. Moin. Weil wir brauchen jetzt Stoff im Lager, um hier quasi die Gebäude weiter abzugraden. Ach, verstärkte Bretter. Hä? Nee, Moment, der ist zu hoch. Verstärkte Bretter, da waren wir noch nicht. So, wir können jetzt upgraden die Gebäude. Das bedeutet, ja, wir müssen wieder auf. Und soll ich warten? Etc. Oh Gott, können die Steine mal ein bisschen schneller wegräumen? Und diese ganze Klumpatsch, ich will noch nicht mehr schön. Ich schau halt gerade mal so durchs Netz. Solange wir das noch können. Nein, Spaß. Nee, das können wir immer noch. Auch wenn jetzt blöde Sachen durchkommen. Aber ja, du gehst, ne? Vielleicht können wir die ein oder andere Sache dann nicht mehr machen. Das wäre blöd. Und ja, wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag soweit? So, haben wir jetzt ein bisschen Stoff. Gib mir den Stoff. Thank you.
Was? Schlechte Leute? Warum ist ihr denn schlecht? Spaß. So. Jetzt ist das Haus wieder leer, ja? Können wir abreißen, gut. So, Dili. Wie gesagt, jetzt werde ich die Industrie hier mal ein bisschen umrüsten, umbasteln und ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Karren. Also langsam brauche ich sie nicht wirklich mehr. So, das bedeutet, hier werden wir erstmal alle Kärchen buxieren. Irgendwo hin. Ja, bring du mal den Kram weg oder was auch immer du da gerade machst. Ach, dann komm her hier. So, du kommst auch mal her hier. Her hier, bei Fuß. Die hören nicht auf mich. Die Karren hören nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Was? Ich find's ein bisschen schade, dass man nicht sieht, was sie geladen haben. Doch, da oben sie. Inventar 4. 4 Steine, okay. Man sieht, was sie geladen haben. Entschuldigung, mein Fehler. 4 Steine. Oh, und die bringen wir jetzt wohin? Ja, Steine. Kannst du wegbringen. Das ist, ja. Achso, der macht ja sowieso. Ach, der macht ja sowieso Steine. Aber naja, gut, sagen wir mal so, man könnte auch die. Also es war mal so gedacht, dass der hier vielleicht die und die Steine irgendwann macht. Aber bis der mal die linken Steine da fertig kriegt, ne? Also bis der. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist. Ah, das ist ein Graus. Also, ne, bis die Steine mal fertig sind. So, man könnte den auch jetzt hier irgendwie hinbauen, den Steinmetz quasi. Und später irgendwann wieder umbauen und tralala. Ihr wisst schon, es wird ein Gebaue gebastelt, getadelt, getüdel. Und dann baue ich jetzt hier einen Steinmetz irgendwie hin. Und dann sollen die mich mal alle hier so, ne, und so. So, der könnte theoretisch, naja, mit Fließband. Fließband, aber muss jemand irgendwie hier hin? Ist die andere große Frage. Das ist die andere große Frage. Muss da eigentlich irgendwie jemand hin? So, jetzt können wir die Rutsche so bauen. Geht das oder geht das eher nicht? Aber nein. Was für die Rutsche hier? Könnt ihr denn mal da kurz weggehen? So, so und so bauen. Ah doch, es geht. Es geht. So, einmal um die Ecke, danke. Und dann hier von mir aus um die Ecke und da in den Steinmetz hinein. So, dann würde ich den beiden jetzt hier mal sagen. Ihr lasst das Ganze nicht mehr von hier nach da rutschen, sondern dahin. Und hallo, Mädel. Gut. Ja, okay, stell dich neben den Stein. Ich wollte eigentlich den Stein anklicken und dann hier so, let's rutsch. So, der Steinmetz hat noch Steine. Das könnten wir dann. Wow, heute ist aber echt eine Menge Loot. Lootet ihr denn auch mit oder wie? Es kann ja mal sein, dass ihr auch Loot mal benutzt. Allerdings, ich glaube, nein. Ich muss das noch, glaube ich, sogar einrichten. In dem Sinn, dass man Ausrufezeichen Loot oder so machen kann. Und dann könnte man theoretisch auch mitlooten. Und ja, den Stream, mich natürlich und so weiter ein wenig unterstützen mit ein bisschen Kleingeld, ohne einen Cent auszugeben. Ist ja nur einfach Werbung. Ja, ja, ich weiß, alles wird durch Werbung finanziert. Das ist schon nervig, aber hey. Da findet man eine andere Alternative, eine andere Lösung, solche Dinge zu finanzieren. Gäbe vielleicht auch eine Lösung dafür, aber hey. Ah, aber naja gut, Werbung halt. Das muss man mit leben. So, das bedeutet, der Steinmetz wäre jetzt erstmal halbwegs vollautomatisch. Jetzt könnte ich. Ich finde das schade, dass man nicht mehrere Karren zusammennehmen kann und sagen kann, hey Karren. Bring noch mal die Steine nach hierher und das war's. Jetzt hätten wir zwei Steine, die das machen und der hat auch gleich keine Steine mehr. Das ist vorbei. Ja. Dann ist der Steinmetz auch relativ unsinnig. Ach guck mal, der bringt die Steine auch noch dahin.
Naja, außer man würde irgendwie, aber ich glaube, ich baue einen Stein mit dahin irgendwie. Pff. Oder keine Ahnung. Ich werd hier alles relativ umbauen. Und ja, mal gucken, wie es nachher aussieht. Wahrscheinlich genauso wie vorher, wie Kraut und Rüben. Wobei ich Kraut und Rüben mag. Das ist ja gar nichts Schlechtes. Wenn man Kraut und Rüben mag. Ne, ihr versteht schon. Oh Gott, ey. Aber das ist eigentlich auch nur purer Zucker, dieses Rübenkrautgedöns. So, warte mal, du fährst mal nach hier hin, vielleicht kommen die anderen mal vorbei. Mann. So, der hat jetzt so 3 Steine. Er sagt, nö, ich will die gar nicht haben. Bringen sie doch irgendwie hin. Oder ich reiß ihn jetzt ab. Also, ne, er hat 3 Steine, so. So, weil ich will jetzt hier ein bisschen rumrödeln und fertig machen und lalala und nee, das Abreißteil möchte ich gerne mal haben. So, Dille, es sind zwar immer noch da hinten Steine, aber ja. So, der macht hier eigentlich Hemden. Dann könntest du eigentlich mal die Hemden nehmen und ja, hier hinbringen. Dann nehmen wir noch einen zweiten dafür, bringen die auch mal hier hin. Erstmal einfach ins Lager. Und nachher gucken wir dann mal, dass wir den ganzen Kram verteilt kriegen. Und dieser Steinhaufen hier vorne, der nervt mich sowas von. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt weiß ich gar nicht, wir könnten eigentlich theoretisch das Lager auch leeren hierhin. So, dass das Lager hier vorne erstmal verschwindet oder so. Und ja, wir könnten eigentlich auch noch Bauarbeiter oder irgendwas einstellen. Wir haben noch 200 Tralala-Steine hier. 200 Tralala-Steine. Ich geh krachen. Oh Gott, und wir haben hier Mehl und Tierfutter und Gedad und was für ein Krampf. Gott. Könnte man eigentlich auch wegbringen, ne? Tierfutter ist ja hier so. Ich weiß nicht, ob der Karren da durchkommt. Kommst du da lang? Ja, kommt er. So, jetzt könnte ich mal eigentlich die Wolle hier nehmen. Auch in das Lager erstmal. Dann könnten wir das Tierfutter nehmen. Ich liebe das. So, jetzt. Wo willst du denn mit dem Tierfutter hin? Wo bringst du das Tierfutter? Wo bringst du das Tierfutter nochmal hin? Was soll er denn damit? Mal ehrlich. So, nochmal Tierfutter. Ja, du Tierfutter. Nach dahin. Liebe ist, wenn es nicht funktioniert und so. Das ist Tierfutter? Nach dahin. Einfach nur, damit es mal aus dem Lager kommt. Dahin. Ich bin jetzt echt am Überlegen, wie wir das am dümmsten anstellen. Aber wir haben einfach viel zu wenig Platz. Um hier eine richtige Industrie aufzubauen. Es ist einfach viel zu eng. Zu eng ist es. So. Vor allem müssen wir mal gucken hier mit dem ganzen